So, hallo und herzlich willkommen im Keller. Und ich wollte mal ein paar Takte zu Rucksäcken schon wieder verlieren. Diesmal Schwerpunkt Rucksackgewicht. So, ihr kennt meinen Kaika von Fjällräven, den ich immer noch nicht korrekt aussprechen kann. Hat jetzt inzwischen Schottland, Schweden, diverse kürzere Touren hinter sich. Und bisher muss ich sagen, und Westweg hat er auch hinter sich. Und bisher muss ich sagen, macht sich hervorragend, nach wie vor. Ne? Und auch wenn man mal irgendwie einfach ein bisschen verreisen möchte und möchte gern viel Gepäck zu dem Zwecke verstauen, dann ist der auch prima geeignet. Da brauchst du auch keinen Koffer oder sonst was. Hier nochmal die Rückseite. Super massives, fettes, heftiges Tragesystem. Viel massivere Tragesysteme gibt es fast nicht mehr. So, und das ist auch eigentlich der springende Punkt, weil der halt ein relativ heftiges, massives Tragesystem und auch sonst sehr stabiles, relativ dickes Material hat, wiegt der Rucksack leer 3,5 Kilo. So, wobei leer mit Regenhülle. glaube ich zumindest, dass das irgendwann mal so gewogen wurde. Und das kann man schon akzeptieren und damit kann man glücklich werden. Das tue ich auch. Diese Dinger, und da darf man sich jetzt auch nichts, eben nicht fälschlicherweise einkaufen, weil man nicht weiß, was man damit vorhat, sind dafür gedacht, entsprechend hohe Lasten bequem und angenehm noch tragen zu können. Das heißt, man kann dann auch 25, man kann auch noch 30 Kilo mit durch die Gegend schleifen, ohne allzu sehr zu leiden. Lustig ist das nicht. Und das Gewicht hat man trotzdem auf den Beinen. Man muss es trotzdem durch die Gegend stemmen, egal wie bequem es sich am Körper verteilt. Man schleppt es trotzdem zum Beispiel den Berg hoch. Das ist zum Beispiel jetzt so ein genereller Fehler, der gerne bei so schweren Rucksäcken gemacht wird von Anfängern, die der Meinung sind, sich so einen zuzulegen, damit sie alles mitnehmen können, was sie brauchen. Dass sie davon ausgehen, wenn sie so einen schweren Rucksack nehmen, können sie jedes Gewicht durch die Gegend tragen. Das ist ja auch nicht ganz falsch, dass man das dann wirklich noch bequem tragen kann, ein super hohes Gewicht. Aber, das ist der springende Punkt, trotzdem hat man es auf den Beinen. Es hängt trotzdem auf der Muskulatur und es muss trotzdem durch die Gegend geschleift werden. Und dabei hilft ein super gutes Tragesystem vom Rucksack jetzt wieder nicht. Heißt, wenn man keine Erfahrung und kein Training beim Transport entsprechend schwerer Lasten hat, auch wenn man einen geeigneten Rucksack dafür hat, kann man die dann trotzdem nicht tragen, weil man es dann eben einfach nicht kann, physisch. Und das ist, glaube ich, so ein Problem, das gerne mal außer Acht gelassen wird bei denjenigen, die sich so einen schweren Rucksack kaufen. Insbesondere vielleicht bei denjenigen, die sich so einen schweren Rucksack aus dem taktischen Bereich kaufen. Ich habe keinen einzigen taktischen Rucksack, außer meinen kleinen Bundeswehrrucksack. Und für einen Militärrucksack ist der nicht besonders taktisch. Ich habe nämlich keine Ahnung, was dieses Wort taktisch eigentlich genau bedeutet. Aber dazu rege ich mich nachher noch ein kleines bisschen auf. Ein kleines bisschen darf ja jeder rumrennen, wie er möchte. Das müssen wir nochmal im Hinterkopf behalten. Ist im Grunde ja wirklich völlig Schnurz, wenn du Spaß dran hast, in Flecktarn mit der Zombie-Apokalypsen-Axt durch den Wald zu springen. Solange niemanden erschreckst und die Oma keinen Herzinfarkt bekommt, dann bitte. Ist ja nicht so dramatisch. Es gibt so ein paar Sachen, da gibt es von mir keine Absolution, zum Beispiel extensiver Hüttenwaldbau, Waldhüttenbau, so rum, halte ich in jedem Fall für einen zu heftigen Eingriff in die Natur. Also das darf man doch machen, wenn es einem Spaß macht. Nee, da ist meiner Meinung nach der Dinge tun, die die Natur beeinflussen, aus Gründen der persönlichen Bespaßung, Faktor ein zu hoher. Ob man jetzt mit einem taktischen Rucksack rumrennt oder mit einem nicht taktischen Rucksack, der in etwa nicht das gleiche, aber auch viel wiegt, das ist tatsächlich ziemlich egal. Also darunter leidet unter Umständen nur derjenige, der den Rucksack trägt. Ne? Also, worauf ich jetzt wirklich hinaus möchte, das war auch so eine der Erfahrungen meiner Schottland-Tour bei ein paar Leuten, die halt eben recht, sagen wir mal, Weltuntergangs-Prepper-Rucksäcke dabei hatten. Sowas in der Richtung. So Kategorie, ich gehe jetzt raus und ich komme 5 Wochen nicht wieder. Ungefähr. So Rucksäcke hatten die zum Teil dabei. Das sind tolle Rucksäcke. Überhaupt keine Frage. Und mit denen kann man 5 Wochen rausgehen und nicht wiederkommen. Aber das ist halt das, was oft falsch verstanden wird. Eine Trekkingtour besteht in erster Linie erstmal aus Fortbewegung. Sie besteht nicht daraus, Zeug dabei zu haben für 5 Wochen, in denen man nicht wiederkommt.
Man muss sich also unterwegs kein Haus bauen, man muss sich unterwegs keinen Bunker anlegen, man braucht keine Waffen, man braucht in seltensten Fällen ein unglaublich umfangreiches Medizinpaket und man braucht insbesondere, wenn man sich nur vergleichsweise nahe der Zivilisation aufhält, wie das zum Beispiel auf dem West Highland Way der Fall war, auch nicht gigantische Mengen Lebensmittel nochmal zusätzlich zu den Gruppenlebensmitteln, die man sowieso dabei hat. Nicht, dass ich da jetzt wirklich nörgeln möchte und ich fand es ja lustig und die Nudeln haben gut geschmeckt, aber unbedingt notwendig gewesen, aber das weißt du ja selber. Also derjenige, der sich jetzt vielleicht angesprochen fühlt. ja, jedenfalls das im Hinterkopf behalten, wenn man sich wirklich überlegt, einen schweren Rucksack zu kaufen. Es ist möglich, mit denen lange Strecken zurückzulegen. Selbstverständlich ist das möglich, aber das muss man entsprechend vorher trainiert haben und man muss wissen, was man sich da eben entsprechend antut und man muss einen logisch nachvollziehbaren Grund für wirklich hohe Gewichte, die man mittragen möchte, auch haben. Also wenn man wirklich, wirklich, wirklich in Kanada in die Wälder geht und da monatelang bleiben möchte, das wäre zum Beispiel so ein Argument. Wenn man hingegen eine Trekkingtour, egal welche Art, macht, selbst eine, ich möchte auch ein bisschen Bushcraft nebenher, Trekkingtour, braucht man eigentlich keinen so einen Schwerlastrucksack. Im Winter kann man den dann auch nochmal brauchen, weil man im Winter generell einen Haufen Zeug mitnehmen muss, einen Haufen Zusatzklamotten gegebenenfalls, noch eine Schaufel, wenn man es viel mit Schnee zu tun hat. So eine Schaufel ist auch immer relativ schwer und relativ sperrig. Man wird dann auch wahrscheinlich irgendwie noch ein bisschen Holzmachutensilien dabei haben wollen, wenn man spätestens im Winter auf die Idee kommen könnte, sich dann irgendwie nochmal ein Feuerchen zu machen, da wo es erlaubt ist, selbstverständlich. Und ein fetter Schlafsack für den Winter. Man möchte vielleicht nochmal eine zusätzliche Decke für das Lagerleben, das ja teilweise recht lang ausfallen wird, weil es halt früh dunkel wird und man effektiv vielleicht nur 6 Stunden Tageslicht hat, die man rumlatschen kann und eine 10-Stunden-Wanderung, wenn dann ohnehin nur mit Lampe möglich wäre. Und ja, da kommen dann halt schon so ein paar Sächelchen dabei rum. Außerdem hat man einen höheren Kalorienbedarf und will mehr zu essen mitnehmen. Aber ansonsten, primär ist meiner Meinung nach Essen und Brennstoff so der springende Punkt, die halt eben einen 75-Liter-Rucksack wirklich voll machen sollten. Sonst braucht man nämlich keinen 75-Liter-Rucksack oder was noch größer ist. Es sei denn, man plant irgendwelche Zombie-Geschichten oder irgendwelche Prepper-Aktivitäten, dann kann man nochmal drüber nachdenken. Aber das ist keine Wanderung, das ist eine Flucht zu dem Ort, an dem man dann längere Zeit sich aufhalten möchte. Wobei man immer noch eine gewisse Mobilität behält. Aber eine Wanderung im klassischen Sinne ist das bestimmt nicht. Und mit sowas wandern gehen zu wollen, klar, zu Trainingszwecken kann man das natürlich dann trotzdem tun, aber da wird man auf jeden Fall signifikant mehr leiden, als wenn man einen nur kleineren Rucksack dabei hat. Und deswegen habe ich mir jetzt auch unter anderem einen zugelegt, weil ich für kurze Touren den da halt wirklich nicht brauche. Da ist der übertrieben. Ich kann die auch mit dem machen. Da sterbe ich nicht und da habe ich trotzdem Spaß. Aber der wird nie voll und dann sieht das doof aus. Und das geht mir einfach auf die Nerven, muss ich ganz ehrlich gestehen. Das geht mir tierisch auf die Nerven, mit einem halbleeren Rucksack durch die Gegend zu latschen. Das Trageverhalten ist dann auch nicht so ganz optimal, auch wenn man alles so festsuchen kann, dass es nicht wirklich stört. Aber man hat das Gefühl, es ist also wirklich zum Teil so ein bisschen was Mentales. Und 2 Kilo wiegt der allein, dadurch, dass er so ein schwerer Rucksack ist, so ein heftiger Rucksack, mehr als dieser hier. Heißt, wenn ich 6 Kilo Zeug einlade, dann habe ich mit diesem Rucksack 7,5 Kilo Gesamtgewicht und mit dem Rucksack 9,5. Das ist dann schon eine Hausnummer, ne? Aber gibt halt Situationen, da braucht man diese zusätzlichen Platz, da braucht man die zusätzliche Stabilität für die hohen Lasten, die sich aus dem zusätzlichen Platz ergeben sollten oder müssen, weil man halt entsprechend viel Proviant dabei hat. Und das ist so meiner Meinung nach der Grund, weshalb solche Rucksäcke durchaus ihre Daseinsberechtigung haben. Man aber für den normalen Waldgänger, den normalen Tourenmacher, zum Beispiel in Deutschland, wo sowieso keine klimatischen Extrema irgendwelche besonders tolle Ausrüstung oder besonders robuste Ausrüstung erfordern und wir immer so nah an der Zivilisation sind, dass wir im Fall, dass irgendwas ist, im Grunde, ja, außer Pflaster müsste man ja nicht mal großartig Erste-Hilfe-Material mitnehmen, weil man ja wirklich immer relativ schnell, oder noch ein bisschen Verbandspäckchen und so ein Kram, aber man ist ja wirklich immer relativ schnell irgendwo, wo einem geholfen wird. Es gibt selbst mitten im Wald Rettungspunkte, wo man dann eben entsprechend sich einfinden kann, um sich von der Feuerwehr, Polizei, Krankenwagen, was auch immer, entsprechend aus dem Wald holen zu lassen. Wir sind da schon sehr gut durchorganisiert und für Deutschland allein
Das sind nun mal keine expeditionsartigen Zustände. Und dann braucht man auch keinen Expeditionsrucksack, sondern man braucht meiner Meinung nach einen Touren- bis einen kleinen Trekkingrucksack, wenn man so richtig lange unterwegs sein soll. Und dann macht es auch aus meiner Sicht nicht viel Sinn, irgendeinen Rucksack zu haben, der größer ist als 60 Liter. 60 Liter ist eigentlich für die meisten Unterfangen für 4 Tage eh schon zu groß. Und selbst meiner hier, der ich mir vorgenommen hatte, wirklich einen relativ kleinen Rucksack zu kaufen, der hat immer noch 48. Das ist ein Paragon 48, ne? Von der amerikanischen, ja, ich habe bei den Amis gekauft, mehr oder weniger, Firma Gregory, hier steht's. Die machen aber auch schon seit etwas über 30 Jahren entsprechend Rucksäcke. Oft so ein bisschen vom Design her etwas moderner. Etwas futuristischer, etwas weniger traditionell, wie zum Beispiel Fjällräven, die ja wirklich ziemlich traditionell sind vom Rucksackdesign her. Aber ich möchte auch einfach so ein bisschen weg von der, das stimmt schon, das sollte man nicht machen, von dieser Markenliebe, dass man sagt, ich möchte meine Ausrüstung nur von Deuter zum Beispiel haben. Geht nicht, weil Deuter baut, glaube ich, nur Rucksäcke. Ich möchte meine Ausrüstung nur von Meindl. Geht auch nicht. Baut nämlich fast nur Schuhe, glaube ich. Aber Fjällräven wäre tatsächlich ja so eine Option, dass man sich eine vollständige Outdoor-Ausrüstung, Klamotten, Rucksack, Schuhe, Zelt, etc. Alles von Fjällräven zusammenstellen könnte. Dann ist man erstens arm, zweitens ist längst nicht alles, was die bauen, gut, sondern mehr so einzelne Einzelstücke. Oder, gut, es ist nichts Scheiße, das ist tatsächlich so, aber man kann das auch wirklich übertreiben. Und deswegen, ich möchte auch schon ein bisschen von der Markenliebe runter und habe gedacht, ich probiere jetzt einfach mal was Neues. Und zwar nehme ich den Rucksack, ohne vorher zu wissen, welchen ich nehme, ohne mich vorher noch allzu lange im Internet zu informieren. Ein bisschen habe ich schon vorher mal geguckt, was es gerade so gibt. Aber nehme ich den Rucksack, der mir am besten passt. Denn das ist ein ganz springender Punkt beim Rucksackkauf und das kann man eigentlich nicht oft genug sagen und ich habe es noch nicht oft genug gesagt. Ich habe es sogar ein wenig vernachlässigt und deshalb sage ich es jetzt nochmal. Man sollte nicht mit der vorgefertigten Meinung, weil man will Rucksack XY Rucksack kaufen gehen, sondern man sollte Rucksack kaufen gehen, fragen, was habt denn ihr an Rucksäcken, ungefähr so und so groß, ungefähr dies und das habe ich damit vor und dann geben sie dir hoffentlich ganz, ganz viele Rucksäcke. Und dann kannst du die alle anprobieren. Im Idealfall sind die dann auch noch beladen, wenn man sie anprobiert. So der Fall gewesen bei mir. Hatte viel Spaß beim Rucksackkauf, hat auch eine Weile gedauert. Und dann kann man so lange mit vielen gut passenden Rucksäcken rumrennen, bis man einen findet, der perfekt passt. Oder zumindest so nah an Perfektion dran ist, dass der Unterschied nicht mehr wirklich rauszufinden ist. Und das war bei mir jetzt tatsächlich bei diesem Ding hier der Fall. Auch wenn ich die Marke noch überhaupt nicht kenne. Ich habe schon mit Deutern rumgerannt, ich habe mit Rover Alpines rumgerannt, ich bin mit Fjällräven rumgerannt und mit Bach bin ich rumgerannt. Und alles gut. Würde ich theoretisch alles nochmal kaufen. Egal, jedenfalls hatte ich einen Haufen Zeug auf dem Rücken und habe mich dann am Ende für den hier entschieden, eben weil er am besten gepasst hat. Er hat ansonsten noch viele schöne Details, die ich unbedingt haben möchte. Bei zwei Rucksäcken, die ähnlich gut passen, würde ich im Zweifel immer den nehmen, weil den zwei wesentliche, von der äußeren Ausstattung her, zwei wesentliche Punkte erfüllt sind, die ich einfach brauche. Ich brauche das. Ich kriege sonst die Krise. A, ich kann vor das Bodenfach, oder zumindest für den unteren Bereich des Rucksacks. Der Rucksack muss nicht ein Bodenfach haben, das ist mir egal. Aber ich muss unten noch was dran schnallen können. Das brauche ich. Ich benutze das eigentlich inzwischen nicht mehr so oft, aber ich möchte das haben, ich will das, ich brauche das. So. Und zweitens, da ich Trinksysteme verabscheue, ich komme da nicht mehr klar, brauche ich schöne, tiefe Seitentaschen, wo ich mein schwarzes Wasser reinpacken kann. Ne? Damit ich eben entsprechend meine Flaschen dann verstauen kann. Und da muss auch unbedingt eine 1,5 Liter Flasche von besagtem schwarzen Getränk potenziell reinpassen. Das ist, was ich an Zusatzausstattung haben möchte. Dann will ich noch ein gutes Tragesystem und ansonsten eine zusätzliche Deckeltasche ist schön, ist nicht mehr, ist ja eh immer dabei. Jeder Rucksack hat eine Deckeltasche. Also von daher hat sich das erledigt. Aber mehr Zusatz-Schnickschnack brauche ich dann eigentlich nicht mehr, wenn es nach mir geht. Kompressionsriemen natürlich, dass der Rucksack schön zusammendöseln kann. Was hat der jetzt hier noch an zusätzlichen Kram, den ich nicht unbedingt gebraucht hätte? Das ist hier dieses Lätzchen hier vorne. Wenn wir das Lätzchen dann mal losmachen, dann stellen wir fest, wir haben hier so eine lustige flache Tasche, wo man zum Beispiel eine Jacke gut reinschieben kann oder Handschuhe, Mütze, etc. und so weiter und so fort. Gigantisch groß ist die auch nicht. Ne? Also wenn ich jetzt hier die Hand reinmache, dann sieht man ja schon,
das dehnt sich jetzt nicht allzu weit. Also, aber für eine Jacke und so weiter reicht's. Und hier ist noch so ein Reißverschluss, da ist die Regenhülle drin. Also das ist so ein Spezialfach, extra für die Regenhülle gedacht. Man könnte sich da aber auch zum Beispiel Flugtickets oder Bahntickets oder sonstige Tickets, irgendwelche flachen, zum Beispiel Papiergegenstände, die eben entsprechend gut reinmachen, oder auch mal ein Handy zwischendurch oder ein Tablet oder ein E-Book-Reader in meinem Fall. Den werde ich da sicherlich gerne mal und häufiger mal entsprechend aufbewahren. Dann habe ich gesagt, ich brauche kein Bodenfach, der hier hat eins, in Anführungszeichen. Das ist in diesem Fall aber einfach nur noch mal unten eine Öffnung. Das ist kein einzelnes abgetrenntes Fach. Der Rucksack ist durchgehend, ein großer Sack quasi. Und man kann von da unten einfach auf den Inhalt zusätzlich nochmal zugreifen. Ich brauche bei so einem kleinen Rucksack, wo ich vergleichsweise wenig Zeug drin habe, na, wo ist der Reißverschluss? Da ist der Reißverschluss, seht ihr? Also hier kann man dann im Prinzip an sein Zeug ran. Brauche ich auch keine Frontöffnung. Das brauche ich wirklich nicht bei so einem kleinen. So eine Frontöffnung ist ein zusätzlicher Reißverschluss, wiegt nochmal zusätzlich, und da muss ich ganz ehrlich sagen, ist mir die Gewichtsersparnis lieber. Deswegen der eine Kritikpunkt, den ich an diesem Rucksack habe, ich hätte diese Öffnung hier nicht gebraucht. Wenn es sowieso kein richtiges Schlafsackfach gibt, was bei der Größe auch keinen Sinn machen würde, weil da kein Schlafsack reinpasst. Und ja, bei mir heißen die nach wie vor Schlafsackfach, und ja, ich mache da immer noch meinen Schlafsack rein. Auch wenn viele Leute inzwischen sagen, aber das ist doch super tolles Kleinteilfach. Ist ja völlig in Ordnung. Völlig in Ordnung. Aber für mich ist es nach wie vor ein Schlafsackfach. Weil ich das einfach gerne so habe. Wenn ich dann abends ankomme, dann will ich nicht noch anfangen, wo ist mein Schlafsack? Na gut, den muss man wirklich nicht lange suchen im Rucksack. Aber ich möchte dann einfach gerne unten, vielleicht noch völlig unabhängig von dem, was oben drin ist, unten aufmachen können, Schlafsack raus, hinhauen, fertig. Dass da also wirklich keinerlei Zweifel besteht, wo der Schlafsack zu finden ist. Bei Evelyn ist der Schlafsack auch immer unten im Schlafsackfach. Bei mir ist der Schlafsack unten im Schlafsackfach. Derjenige, der das Bett macht, in Anführungszeichen, das macht meistens dann einer von uns beiden, oder auch zum Beispiel schon oft so gewesen, kann sich dann beim anderen relativ schnell den Schlafsack rausfummeln. Und ja, persönliche Vorlieben ist ja auch wurscht. Ja, aber dieses Zusatzdetail hätte ich nicht gebraucht. Hier unten nochmal dieses Dingens. Und irgendwer hat gemeint, er hätte das Regencape nicht gebraucht. Bitte was? Eine Regenhülle ist wichtig. Eine Regenhülle ist meiner Meinung nach wirklich, wirklich wichtig. Klar, der Rucksack trocknet auch schnell wieder, wenn er durchgeweicht ist. Und wenn man innen drin noch eine große Plastiktüte packt, dann bleibt der Inhalt auch trocken, wenn der Rucksack durchweicht. Aber das ist mir einfach zu risikoreich. Ich will gar nicht, dass der Rucksack durchweicht. Ich möchte gerne bitte eine Regenhülle zum draußen drüber machen. Das können wir im Übrigen mal kurz ausprobieren. Der ist jetzt so neu, dass ihr dieses Video bitte als... Schick. Schick. Ja, ist so eine klassische Regenhülle. Zack. Geht sehr einfach drüber, wie man sieht. Und sieht dann entsprechend gelb aus. Regenhüllen in Signalfarbe finde ich sinnvoll. Das ist wirklich was Hilfreiches, dass man irgendeinen Gegenstand in Signalfarbe sollte man meiner Meinung nach sowieso dabei haben. Warum nicht die Regenhülle? Ja. Gerade bei schlechtem Wetter, wenn man dann doch mal irgendwo im Straßenverkehr unterwegs ist, dann ist es doch ganz schön, wenn man dann besser zu sehen ist und nicht allzu sehr getarnt unterwegs. Da hilft so eine Regenhülle schon. Ne? So, dann können wir noch ein paar Takte zum Tragesystem verlieren. Der hat für einen Leichtrucksack, weil der ist schon extra leicht. Man sieht es an vielen Sachen, zum Beispiel solche Strippen hier, die sind unglaublich dünn. Das bin ich überhaupt nicht gewöhnt von sämtlichen meiner Rucksäcke. Die haben alle nicht so dünne Strippen. Das kommt halt aus dem Leichtgewichtbereich. Ne? Dass generell die Gurte, bis auf jetzt den Hüftgurt oder hier die, selbst die Gurte hier, sind auch noch vergleichsweise eher etwas dünner gehalten. Man spart halt hier mal ein paar Gramm, da mal ein paar Gramm, und dabei kommt man dann auf der doch relativ geringe Gesamtmasse. Aber es ist trotzdem noch ein richtiges, gutes, ordentliches Tragesystem mit einem richtigen, stabilen Hüftgurt. Der ist ein bisschen kurz. Der geht bei mir noch immer ansatzweise komplett ums ganze Becken rum. Aber er nimmt trotzdem genügend Gewicht runter. Und ich habe eh nicht vor, mit diesem Rucksack mehr als 12 Kilo zu schleppen. Muss man sowieso erstmal 12 Kilo zusammenkriegen. Da ist dann Essen dabei, da ist dann Trinken dabei und so weiter und so fort. Weil was... Ja, rechnen wir das doch einfach spaßeshalber mal durch. Was brauchen wir denn, wenn wir jetzt 4 Tage unterwegs sein wollen, zum Beispiel im Schwarzwald, im Spätsommer? Ne? Nicht mehr ganz so warm, aber auf jeden Fall auch noch nicht kalt. Gut, wir brauchen erstmal einen Schlafsack. Sagen wir mal, der wiegt ungefähr 1 Kilo. Dann brauchen wir eine Isomatte, die wiegt so ungefähr 500 Gramm. Dann
brauchen wir ein Tarp, das wiegt auch so 500 Gramm bis ein Kilo. Jetzt gehen wir einfach mal davon aus, dass wir ein großes Luxustarp dabei haben, das wiegt ein Kilo. So, dann sind wir bei 2,5 Kilo jetzt zu diesem Zeitpunkt. Dann haben wir noch Ersatzklamotten dabei, so ein bisschen das Nötigste. Neue Unterhose, noch ein zweites T-Shirt, vielleicht noch ein kleiner dünner Pulli, noch ein zweites Paar Socken und dann sind wir bei 500 Gramm und dann sind wir insgesamt bei 3 Kilo jetzt. So, jetzt wollen wir wir brauchen fürs Tarp dann noch Heringe und Schnüre und so weiter. Dann lassen wir das 250 Gramm sein. Jetzt nehmen wir noch unsere Kochutensilien mit und einen kleinen Kocher, beziehungsweise einen großen Kocher, wenn wir zu zweit sind. Dann zählt er aber jeweils nur halb. Und dann kommen wir jetzt auf insgesamt vielleicht noch so 750 Gramm. Kochutensilien plus Kocher. Und dann sind wir bei 4 Kilo jetzt. Dann nehmen wir noch von mir aus 500 Gramm Brennstoff mit, was auch immer. Das ist jetzt schon relativ viel, ob man wirklich 500 Gramm braucht für 4 Tage. Zum Beispiel Spiritus kommt auf das System an, mit dem man den verbrennt. Ein Trangia-Sturmkocher-Set braucht jedenfalls nicht so viel. Da muss man schon sehr ausgiebig kochen, aber dann haben wir auf jeden Fall jetzt dann so 4,5 Kilo. Jetzt nehmen wir noch Essgeschirr mit von mir aus, 250 Gramm pro Person. Jetzt sind wir dann bei 4,75 Kilo und dann haben wir vielleicht noch eine Karte, ein GPS-Gerät, ein Kompass und so weiter dabei. Alles zusammen von mir aus nochmal 500 Gramm, sind wir bei 5 Kilo und jetzt haben wir noch ein Messer. Das haben wir in der Hosentasche, also zählt das nicht. Und dann haben wir noch Regenklamotten. Regenklamotten sind natürlich noch mal ein bisschen schwerer. Die wiegen noch mal 500 Gramm. Dann sind wir bei 5 Kilo 500 Gramm. Was haben wir jetzt noch dabei? Viel haben wir jetzt nicht mehr. Dann haben wir noch ein Erste-Hilfe-Set. Das wiegt von mir aus noch mal ein Kilo. Dann sind wir bei 6,5. Weil wir gründlich sind, was das Erste-Hilfe-Set angeht. Und jetzt brauchen wir Essen. Im Wesentlichen brauchen wir jetzt wirklich noch Essen und Wasser. Wasser, sagen wir mal, haben wir 3 Liter. Dann sind wir jetzt bei 6 Kilo, sind wir jetzt bei 9 Kilo ungefähr. Und jetzt nehmen wir noch pro Tag 500 Gramm Futter mit, macht dann nochmal 2 Kilo und dann sind wir bei 11. So, und das passt, weil ich ja gesagt habe, so circa 12 Kilo oder irgendwas. Jetzt kann man hier und da noch ein bisschen sparen und der ein oder andere Ausrüstungsgegenstand fällt bei mir noch ein bisschen leichter aus. Und dann bleiben wir bei unter 12, wenn wir dann noch irgendwie meinetwegen zusätzlich noch ein Buch mitnehmen von 500 Gramm. Jetzt muss es nicht das allerdickste Buch sein oder. Gut, eine Stirnlampe oder sowas, das wiegt halt noch mal 125 Gramm oder sonst was. Es sind dann so Kleinigkeiten. Die Kleinigkeiten werden unterschätzt. Man kann eigentlich für sämtlichen Kleinkram, an den man gar nicht so gedacht hat, zum Beispiel jetzt auch nochmal Hygienekrempel, im Grunde reicht Fläschchen mit Outdoor-Seife. Das kann man sich dann unter den Arm klatschen und Wasser hinterher klatschen. Wenn man dann noch ein winzig kleines Handtuch von 100 Gramm hat, ist man da auch bedient. Da hat man 200 Gramm für Hygienekrempel mit ausgegeben. Gut, eine Zahnbürste, ich habe keine Ahnung, was eine Zahnbürste wiegt, 30 Gramm. Plus ein kleines Tübchen Zahnpasta, dann von mir aus nochmal 20 Gramm. Und dann sind wir bei meinetwegen 50 Gramm für diesen Teil von der Hygiene. Und dann war es dann das eigentlich im Wesentlichen wirklich so langsam, ne? Ich habe bestimmt noch ein paar Kleinigkeiten vergessen, aber man kann bei der einen oder anderen Sache echt noch ein bisschen sparen. Zum Beispiel das Essgeschirr, zum Beispiel, das kann man sich komplett sparen, wenn man sagt, man isst aus dem Topf und rechnet den Löffel zum Essen dann quasi beim Kochgeschirr noch als Umrührlöffel dazu, als Kochlöffel. Man kann auch mit dem Kochlöffel essen, geht auch. All solche Sachen und da kriegt man dann wirklich mit 12 Kilo kommt man da gut zurecht. Blöde ist jetzt nur, dass der Rucksack jetzt noch 1,5 Kilo wiegt und dann wären wir jetzt bei 13,5 Kilo. So, und das heißt, man muss schon ein bisschen sparen. Ein bisschen sparen muss man schon, aber es ist auch eine 4-Tage-Tour und nicht eine 2-Tage-Tour, weil dann wären wir nochmal ein Kilo leichter, weil wir 500 Gramm Lebensmittel pro Tag dabei haben. Ne? Also, man kann da jetzt immer so ein bisschen hin und her rechnen. Ich wollte das nur mal mit euch durchgespielt haben, für den Fall, dass ihr euch das noch gar nicht bisher so groß selber mal gemacht habt. Man ist halt schon deutlich leichter mit so einem Ding, ne? Und wenn das jetzt alles im Fjällräfen drin wäre, dann wäre man halt am Ende bei von mir aus 13,5 Kilo, weil man jetzt halt eben vergessen hat, den Rucksack mitzurechnen, beim Fjällräfen stattdessen bei 14,5 Kilo. Und dann wird die Sache immer mehr und immer mehr und dann fällt einem noch ein, weil der ja so groß ist, dass man ja jetzt eigentlich noch sein Solarpanel mitnehmen könnte. Oder eine schöne Bowlingkugel, wenn man im Wald ein bisschen kegeln möchte. Oder was auch immer.
das ist auch so ein Problem. Einfach psychologisch hat man noch Platz im Rucksack, denkt man drüber nach, was man noch mitnehmen könnte. Hat man keinen Platz mehr, dann hat man am Ende auch wenig unnötiges Zeug dabei. Vielleicht hat man das falsche Zeug dabei, aber man hat wenig Unnötiges dabei. Ja, also es macht schon was aus. Es macht schon wirklich was aus, den richtigen Rucksack für die richtige Aktivität dabei zu haben. Einen Expeditionsrucksack bei Expeditionen, einen leichten Trekking-Wanderrucksack bei leichtem Wandern und Trekking. Das ist so die zentrale Botschaft, die ich da mehr oder weniger mal mit auf den Weg geben wollte. Und da haben wir es jetzt eigentlich auch. Ja, dann hätte ich zum Schluss noch zwei kleine Anmerkungen. Erstens, ich möchte darauf hinweisen, dass ich jetzt keinerlei Empfehlungen zu einem Gregory, wie heißt er, Paragon 48 abgegeben haben möchte. Es gibt den übrigens auch noch kleiner, dann braucht man aber auch einen etwas kürzeren Rücken. Ist also für große Menschen nicht so ganz einfach, einen noch kleineren Rucksack als 50 Liter zu finden oder knapp 50 Liter, weil man die Rückenlänge einfach braucht. Als eben nicht so ganz kurzer Mensch. Es gibt da schon ein paar Modelle, aber die Auswahl schränkt sich ein wenig ein. Zum Beispiel den kleineren Paragon, der passt mir nicht. Der hier schon. Rein vom Volumen her hätte ich drüber nachgedacht, ob ich nicht vielleicht doch den kleineren Paragon noch einfach spaßeshalber nehme. Aber naja, das war die eine Sache, die ich noch erwähnen wollte. Also keine Empfehlung, noch nicht. Ich muss erst testen, ich muss erst ausprobieren, ich muss erst ein paar Mal mit dem unterwegs gewesen sein. Das heißt jetzt aber nicht, dass der schlecht wäre. Ganz im Gegenteil, ich bin schon ziemlich davon überzeugt, dass der gut ist, aber ich kann es noch nicht beschwören. Ne? Und nochmal der Hinweis, eben wichtig beim Rucksack kaufen, gucken, dass das Ding passt. Rucksack nicht im Internet bestellen, Rucksack im Fachhandel anprobieren. Wenn man sich mit dem Ding wohlfühlt, wenn man mit dem Ding durch den Laden rennen kann und hat das Gefühl, man hat gar nichts auf dem Rücken oder man fühlt sich traurig, wenn man ihn absetzen muss, dann sitzt er. Dann passt er. Und das war hier jetzt der Fall. Und das sind so wesentliche Kriterien. Das darf man auf keinen Fall vergessen beim Rucksackkauf. Nicht den 28.000 Mal empfehlenen Tasmanian Tiger Rage Pack MK Schieß mich tot nehmen, nur weil der 6.000 Milliardenfach empfohlen ist. Wenn der euch nicht passt, dann werdet ihr mit dem Ding auch nicht glücklich. Und wenn der noch so robust ist und noch so viele Molle-Schlaufen für irgendwelche Zusatzpouches hat, dann werdet ihr nicht mit glücklich werden, wenn euch der nicht passt. So, und dann, jetzt möchte ich nämlich noch mal kurz aufs Maul kriegen, weil ich es wage, mal zu fragen, wozu bitte taktische Rucksäcke eigentlich gut sind. Also ich weiß, dass man die beim Militär deswegen braucht, weil die 16.000 verschiedene kleine Einzeltaschen haben. So, das ist deswegen gut, weil es dann außen eine Außentasche links gibt, in der ist standardmäßig ABC-Schutz. Eine Außentasche rechts gibt, da ist standardmäßig zwei Ersatzmagazine. Zusätzliche Ersatzmagazine, die man nicht vorne am Chestwick oder sonst wo befestigt hat. Ne? Oder am Plattenträger. Oder sonst wo. Oder unten und neben das Hauptmagazin geklebt hat mit Klebeband, das man nur zuck, zuck machen muss. Und so Späße. Da gibt es ja so alle möglichen Sächlichen, die man da sich angucken kann, wenn man sich diesbezüglich ein bisschen damit beschäftigen möchte. Möchte ich eigentlich nicht mehr so sehr. Ich bin da ja raus. Aber manchmal hat man so das Gefühl, ach, es war doch eine schöne Zeit. Nicht, weil man unbedingt kämpfen gehen möchte, aber es war einfach trotzdem eine schöne Zeit. Einfach so vom Zwischenmenschlichen her auch, aber egal. Und die Ausrüstung, ja, es ist halt Männerspielzeug. Das ist vielleicht der springende Punkt, weshalb man einen taktischen Rucksack braucht, weil es Männerspielzeug ist. Vielleicht spielt das auch mit eine Rolle. Ja gut, aber kommen wir nochmal zurück zum springenden Punkt. Die sind dafür da, dass der Soldat schnell an das rankommt, was er gerade benötigt. Weil der hat es unter Umständen eilig. Aus naheliegenden Gründen. Ne? Nicht, weil er dringend aufs Klo muss, sondern weil wirklich gerade es dringend erforderlich ist, sofort sein Funkgerät griffbereit zu haben und ganz genau zu wissen, wo das Funkgerät ist. Deswegen ist eine Organisation im Rucksack und eine Ordnung, wo du sofort die benötigte Ausrüstung, die dir gerade befohlen wird, vorzuzeigen oder rauszuholen oder für was auch immer zu verwenden, wirklich sofort griffbereit hast. Das macht im militärischen Bereich wirklich absolut Sinn. Da kommt es auf jede Sekunde an, je nachdem, in welcher Situation man sich da gerade befindet. Und die sind dann halt bereit, dafür circa nochmal zusätzlich 2 Kilo mehr zu schleppen, als zum Beispiel dieser Rucksack wiegt.
ein vergleichbarer, großer, richtig fetter Rucksack, der kann schon mal locker 5, 6 Kilo wiegen. So ein richtig, richtig fetter Soldatenrucksack, wo die dann halt wirklich jeden Scheiß drin haben und alles transportieren können. Und genauso ein Zeug wird lustigerweise auch immer mal wieder gerne verkauft. Ja, und mir persönlich, und vielleicht kann mir das ja jemand erklären, ich sage ja gar nicht, dass das scheiße ist, ich sage ja nur, ich verstehe das nicht. Verstehe nämlich nicht, warum man zusätzlich so viele Kilo Rucksack-Leergewicht schleppen möchte. So viele mehr zu einem, zum Beispiel zu dem. Oder im kleineren Bereich. Da gibt es ja auch die kleinen, die wirklich ein kleines Volumen haben, die 35 Liter oder was haben, aber durch diese 6000 Millionen Befestigungsmöglichkeiten und diese 28 Zusatztaschen, die man dann auch dran macht und diese Unterteilungen innen drin, gibt es Rucksäcke von 35, 40 Litern, die das gleiche wiegen wie mein Kiaka und teilweise sogar noch mehr. Die wiegen dann teilweise sogar 4 Kilo oder was. So ein kleines, futzeliges Rucksäckchen, wo man mit Mühe und Not noch einen Schlafsack dann irgendwo mal runterkriegt. Weil in diesen einzelnen Zusatztaschen nie ein Schlafsack richtig reinpasst. Und aber warum braucht man das im Zivilen? Ist es schön, Ordnung im Rucksack zu haben? Okay. Ist es einem aber das wert, deswegen so viel mehr Gewicht auf den Rücken durch die Gegend zu schleppen? Ich glaube wirklich, das macht meiner Meinung nach nicht so viel Sinn. Echt nicht. Irgendwelche Prepping und Survival und Gedönsvorhaben, okay. Aber wenn man bei diesen Vorhaben, nur macht das dann Sinn, ne, meine ich, so einen Rucksack, wenn man bei diesen Vorhaben nicht vorhat, viele große Entfernungen zurückzulegen. Weil auf die Dauer ist das ja wirklich saumäßig zusätzliches, unnötiges Gepäck, dass der Rucksack 2 Kilo zusätzlich wiegt, weil er extra Taschen hat. Man kann den genau gleichen Kram auch in so einem Rucksack transportieren, der vom Tragesystem her noch ein bisschen optimaler ist, der noch einen besseren, ergonomischeren Sitz hat oft, weil weniger Taschen dran bommeln, man nicht keine Tasche noch am Arsch hat, keine Tasche noch über dem Kopf hat und da nicht noch 26 andere Sachen dranhängen, das ist eigentlich angenehmer zu tragen von der Tragedynamik her. Man lernt, beziehungsweise ich habe mal gelernt, wenn man sich mit dem Thema Trekking beschäftigt, möglichst wenig Zeug außen an den Rucksack dranhängen, weil das halt eben die Tragedynamik stört. Und wenn das durch die Gegend wackelt, dann wird das vom Körper automatisch beim Laufen ausgeglichen, diese Wackelbewegung. Das zieht dich in die eine Richtung, das zieht dich in die andere Richtung und dein Bewegungsapparat gleicht das automatisch aus. Das merkst du vielleicht gar nicht, weil das nur winzig kleine Ausgleichbewegungen sind. Aber du merkst sie dann schon nach irgendwann mal 10 Kilometern oder spätestens nach 20. Und dann wird es langsam unangenehm. Also, ja, abgesehen vom Coolness-Faktor, der ja durchaus eine Rolle spielen darf, das darf ja, das ist ja nicht schlimm, verstehe ich nicht, warum man das braucht. Schneller an seine Ausrüstung ranzukommen, das ist, mag ja vielleicht ganz angenehm sein, aber das ist doch nicht notwendig. Man hat doch Zeit, man kann doch ein bisschen rumkuscheln, bis man das gefunden hat, was man sucht. Bleibt ihr im Wald alle 50 Meter stehen, um euer was auch immer rauszuholen, um damit, keine Ahnung, einen Ast abzusägen und lauft ihr dann weiter? Wenn es jetzt zum Beispiel um solche Lagerbauausrüstung geht oder sowas, die muss man doch nicht super griffbereit haben. Man geht doch irgendwo hin, beschließt, hier mache ich jetzt mein Lager und dann räumt man mehr oder weniger seinen Rucksack aus und fängt damit an. Wo ist jetzt der Riesenvorteil, wenn das alles in seiner einzelnen Extra-Pouch drin ist, oder wie diese Teile heißen, die man an 96.000 verschiedenen Stellen, die zum Teil überhaupt keinen Sinn machen, mit Modelsystem am Rucksack befestigen kann? Ich sage, wie gesagt, nicht, das ist scheiße, ich verstehe das nur überhaupt nicht. Aber da würde mich wirklich mal sehr interessieren, ob mir das nicht mal jemand erklären kann. Nee, das... kapiere nicht. Wäre nett, wenn ihr mir das erklärt, aber jetzt mache ich wirklich Ende hier, sonst artet das noch aus. So, tschüss. Macht's gut.